Ich weiß nicht, was Sie hören wollen. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ein Schauspieler, oder? Das sieht doch nach so einem Casting aus. Was für ein so... Neuer Til Schweiger-Film. ZDF-Mehrteiler Lindenstraße. Irgendwie ein Porno. Genau, das wird es sein. Das kommt bestimmt super im Öffentlich-Rechtlichen. Witze über Pornografie. Schick denen doch gleich eine Absage und bewirb dich bei den Privaten. Jetzt lass dich nicht gleich unterkriegen. Die wollen bestimmt irgendeine außergewöhnliche Antwort. Denk mal ein wenig out of the box. Anglizismen, muss das sein? Wie wäre es, wenn der Typ sich gar nicht vorstellt, sondern schon mitten im Vorsprechen ist? Wer bist du? Ich weiß nicht, was Sie hören wollen. Das ist der Text einer Szene. Damit machen wir Metaebenen auf. Oh nee, bitte keine Metaebenen. Du verstehst noch nicht. Hier geht es doch gar nicht um den Mann in dem Video. Hier geht es um dich, den Zuschauer, den Kreativen. Wer bist du? Aber das weißt du doch gar nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Du gehörst doch schließlich zur Generation Y. Deine ganze Existenz ist darauf ausgelegt, dich selbst zu finden und dich dann deiner Umwelt zu präsentieren. Jetzt mach dir mal keinen Druck. Sonst denk dir irgendwas pädagogisch Wertvolles aus. Irgendwas, was die Menschen bewegt. Bessere Bildung, Multikulti, Weltfrieden, irgendwas Politisches. Sieht hier nichts Politisches. Oder du bist einfach mal ehrlich und gibst zu, dass du mit diesem ganzen Metaebenen-Kram nur der eigentlichen Frage ausweichst. Wie wäre es, du fasst mal den Mut zu einer offenen und ehrlichen Idee? Die ist dann vielleicht naiv und macht dich angreifbar, aber dafür ist sie authentisch. Also, wer bist du? Ich bin raus. Oh, bitte kein offenes Ende. Danke, nehmen wir.